Liebe Patientin, lieber Patient, mit Teil 3 dieser Videoreihe möchten wir Ihnen einige Informationen zur Ernährung während der Krebstherapie geben. Viele Patienten wünschen sich über eine Anpassung der Ernährung ihre Therapie positiv zu beeinflussen. Doch unterschiedliche Empfehlungen führen zu Verwirrung und am Ende bleibt die Frage: Wie sollte ich mich während einer Krebstherapie ernähren? Wenn Sie eine Krebstherapie erhalten, gelten für Sie andere Ernährungsempfehlungen als in der Prävention. Wichtig ist allerdings zu erwähnen, ein bestehender Tumor kann durch die Ernährung nicht direkt beeinflusst oder geheilt werden. Ernährung kann aber in jeder Phase der Erkrankung dazu beitragen, die Gesamtsituation Ihres Körpers und damit die Wirkung Ihrer medizinischen Therapien zu verbessern. Die konkreten Ernährungsempfehlungen richten sich jetzt nach Ihrer ganz individuellen Situation, danach, ob Sie ungewollt Gewicht verlieren oder an Gewicht zunehmen und nach Ihren momentanen Beschwerden. Es gilt während der Therapie, was Ihr Körper gerade braucht und verträgt, ist gesund. Das kann auch mal das genaue Gegenteil davon sein, was allgemein als gesund gilt. Lassen Sie sich davon nicht verunsichern. Ein Beispiel. Zur Krebsprävention sollten reichlich Obst, Gemüse und Vollkornprodukte gegessen werden. Bei bestehender Krebserkrankung können Rohkost und Vollkorn aber oft nicht mehr gut verdaut werden und verursachen Probleme. Das liegt daran, dass viele Medikamente, operative Eingriffe und Therapien den Magen-Darm-Trakt beeinträchtigen können. Jetzt ist das gut, was leicht verdaulich ist und den Darm nicht zusätzlich belastet. Häufig wird dann gekochtes Gemüse und fein gemahlenes Brot besser vertragen. Nachdem Sie Ihre Krebstherapie abgeschlossen haben und auch an keinen Beschwerden beim Essen oder mit der Verdauung mehr leiden, gelten wieder die Empfehlungen zur Krebsprävention, um das Risiko eines Rückfalls oder einer neuen Krebserkrankung zu verringern. In einigen Fällen ist es aber auch nach der Krebsbehandlung nicht sofort möglich, zu einer Ernährung wie vor der Erkrankung zurückzukehren. Dies trifft vor allem auf Krebsarten des Magen-Darm-Trakts zu. Leiden Sie auch nach abgeschlossener Therapie an ernährungsbedingten Symptomen, so richtet sich Ihre Ernährung weiterhin nach der Art Ihrer Beschwerden und der Verdauungsleistung Ihres Körpers. Was kann ich mit einer individuell passenden Ernährung während der Krebstherapie erreichen? Wichtig ist, Sie sollten keine unnötigen Einschränkungen beim Essen vornehmen. Vor allem während der Krebstherapie soll das Essen ein Genuss bleiben. Denken Sie daran, das Tumorwachstum kann durch die Ernährung nicht beeinflusst werden. Allerdings kann mit einer individuell optimalen Ernährung während der Krebsbehandlung Ihre Lebensqualität und Funktionalität verbessert werden. Sie können Ihr Gewicht steuern, Nebenwirkungen der Therapie entgegenwirken und Ihr Immunsystem stärken. Hauptziel ist es, Ihren Körper mit ausreichend Energie und Nährstoffen zu versorgen. Dann sind Therapien erfolgreicher und Sie fühlen sich wohler und ausgeglichener. Befinden Sie sich gerade in einer Krebsbehandlung und leiden an Beschwerden beim Essen, an Störungen Ihrer Verdauung oder bemerken Gewichtsschwankungen? Dann ist es sinnvoll, möglichst zeitnah eine individuelle Ernährungsberatung in Anspruch zu nehmen. Wenden Sie sich dafür zum Beispiel an das Interdisziplinäre Zentrum für Diätetik und Ernährungsmedizin der LMU München, das Tumorzentrum München oder den Eat What You Need Verein. Wo gibt es zusätzliche Informationen? Weitere ausführliche Informationen zum Thema Ernährung bei Krebs finden Sie auf der Homepage des Krebszentrums der LMU München sowie den Homepages des Eat What You Need Vereins und des Tumorzentrums München.